Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Benedikt Vermeer. Ich leite den Literaturkeller hier in Bremen, das kleinste Theater der Welt, und stelle Ihnen jetzt gerne mein Programm Heinrich Heine, Denke ich an Deutschland in der Nacht, vor. Heinrich der Romantiker. Mir träumte wieder den alten Traum. Es war eine Nacht im Maie. Wir saßen unter dem Lindenbaum und schwuren uns ewige Treue. Das war ein Schwören und Schwören aufs Neu, ein Kichern, ein Kosen, ein Küssen. Dass ich gedenk des Schwures sei, hast du in die Hand mich gebissen. O Liebchen mit den Äuglein klar, o Liebchen schön und bissig, das Schwören in der Ordnung war, das Beißen war überflüssig. Oder Heinrich der Zyniker. Wir, Bürgermeister und Senat, haben folgendes Mandat, stadtväterlichst an alle Klassen der treuen Bürgerschaft erlassen. Ausländer, Feinde sind es meist, die unter uns gesät den Geist der Rebellion. Dergleichen Sünder sind Gottlob selten Landeskinder. Auch Gottesleugner sind es meist. Wer sich von seinem Gotte reißt, wird endlich auch abtrünnig werden von seinen irdischen Behörden. Der Obrigkeit gehorchen ist die erste Pflicht für Jud und Christ. Wo ihrer drei beisammenstehen, da soll man auseinandergehen. Wer auf der Straße räsoniert, wird unverzüglich füsiliert. Gehorchet euer Magistrat, der fromm und liebend schützt den Staat durch huldvoll hochwohlweises Walten. Euch ziemt es stets, das Maul zu halten. Oder am Schluss noch Heinrich der Witzbold. Als er in der Harzreise mühsam auf den Brocken hochmarschierte, die Beine taten ihm weh, er stolperte dauernd über das Geröll, was da überall rumliegt. Der Wein schmeckte schon damals oben auf dem Brocken nicht. Es war neblig, wie immer, man sah nüscht. Da schrieb er bekanntermaßen ins Gästebuch des Hotels, in dem er oben nächtigte, hinein: müde Beine, saure Weine, viele Steine, Aussicht keine, Heinrich Heine.